In Wetzikon und Umgebung entstehen jährlich 190.000 Tonnen Abfall. Dieser wird von der Kelso verbrannt. Dabei entsteht eine massive Menge an Energie, die ungenutzt an die Luft verpufft. Das muss nicht sein. Durch die Nutzung der Fernwärme könnte ganz Wetzikon geheizt werden. Unterschreibe jetzt die Initiative auf grüne-wetzikon.ch/fernwärme. Am 22. April grün wählen.